Hallo, ich bin die Sophia, die Cutterin, die Filmeditorin, Schnittmeisterin, Schnittmeisterin. Und ich schreibe gerade an einer total lustigen Bewerbung als Filmschneiderin. Und ich dachte mir, so ein echtes Beispielvideo zeigt mehr als 1000 Worte in einer E-Mail. Und deshalb habe ich das Interessante mit dem Nützlichen verbunden und frei zugängliches Videomaterial mit Ranga Yogeshwar gesichtet. Ohne die ganzen Quarks und Co-Sendungen sind das immerhin über 37 Stunden Material und ich habe es komprimiert gekürzt auf immerhin nur fast 13 Minuten. Mir sind beim Sichten direkt folgende Filmideen zum Thema Ranga Yogeshwar Medley Filmschnipsel Videos eingefallen, die man daraus schneiden könnte. Und ich habe mich für dieses Beispiel Bewerbungsvideo für folgendes Thema entschieden. Ranga Yogeshwar gestalten, let's do it! Weitere Aspekte wie rechtliches und technisches erkläre ich am Ende des Videos. Ich behaupte mal, meine Filmchen sind alle mit Liebe handgemacht. Zusammenschneiden kann ja eigentlich jeder. Meine Eigenleistung besteht eher darin, aus einer ziemlich großen Datenquelle zu schöpfen, sich das alles zu merken, zu schneiden und dann weitreichende Zusammenhänge zu ziehen. Eine freundlich gestimmte Analytik auch von den vielfach unbeachteten Dingen. Los geht's. Play. Das Schöne am Fernsehen ist, wir können das, ich kann das jetzt teilen mit euch allen. Und das schauen wir uns jetzt an. Anthropozän, dem Zeitalter, wo der Mensch gestaltet. Aber das birgt auch eine neue Form der Verantwortung. Und der müssen wir gerecht werden. Krisenzeit, und Krisenzeit ist auch immer Chancenzeit, ist auch immer die Möglichkeit einer Veränderung. Ich hoffe, dass wir sie ergreifen. Also ich bin von etwas überzeugt. Die Menschheit lebt in Zeiten dramatischer Umbrüche. Sind wir denen schutzlos ausgeliefert, Ranga Yogeshwar? Nein, wir können gestalten. Das ist einfach mein Ziel, diese Debatte zu stärken und zu sagen, wir müssen wieder weg von dem Konsumieren des Fortschritts hin zum Gestalten des Fortschritts. And just a doorway away. You will find cutting-edge technology. Wir können einen Fortschritt haben, der großartig wird. Aber in den letzten Jahren haben wir einen Fortschritt gesehen, der sich sehr stark nach ökonomischen Kriterien orientiert hat. Aber ich glaube, die digitale Zukunft ist eine, die auch Chancen erlaubt. Und Fortschritt ist etwas, was wir als Gesellschaft gestalten. Wir gestalten. Wir leben in einem Land, bei dem die Jugend ganz viel Technik konsumiert. Ja, jeder kann sein Handy bedienen und so weiter. Aber in Deutschland gestalten wir zu wenig, was digitale Dinge betrifft. Ich sag mal, in meiner Branche waren die Leute eigentlich nett. In der Politik musst du einen Shitstorm nach dem anderen aushalten. Und das bei einer, ich sag mal, beschränkten Gestaltungsmöglichkeit. Die Leidensfähigkeit muss sehr hoch sein. Also ich hätte sie ganz ehrlich nicht. Wir stecken den Kopf in den Sand oder ins Wasser und versuchen es nicht zu lösen. Und ich glaube, das ist für euch einfach wichtig, nicht zu erwarten, dass es diese Jungs sind, die es lösen. Ja? Also ich glaube, ein Merkmal der Zukunft ist, lasst die Politiker nicht entscheiden, ihr müsst euch einmischen. Jeder von uns kann gestalten und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir eigentlich alle aufgreifen und ernst nehmen sollten. Dass die Kinder merken, ich kann selber etwas machen und man soll mal nicht unterschätzen, was das auch psychisch ausmacht. Das heißt, das können Sie beim Malen, Musizieren, wollen Sie dann auch lernen? Natürlich, ich sage ja nicht nur programmieren und nicht malen, ich sage sowohl als auch. Wir leben 2016. Das erinnert mich ein bisschen an meine Kinder. Die haben sowas auch. Intelligente Gehorsamsverweigerung. Um mich zu schützen. Ja, das behaupten die auch. 3, 2, 1! Ja! Du dachtest, du kriegst es sofort zum Bam! 3, 2, 3, 4! Er weiß alles, und zwar sofort! Also es... Guck, er weiß schon was nicht. Das ist die beste Erklärung, die ich über Gravitation habe. Ja, aber es stimmt doch. Es stimmt doch. Ja, das sind also, das sind zwei schwarze Löcher. Naja, wie auch immer man sie nennen will. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein Jugendtraum von mir. Und dieser Jugendtraum ist mir dank dieser wunderbaren Sendung erfüllt worden. Das U-Boot wird zu Wasser gelassen und dann wird die Nabelschnur zum Mutterschiff gelöst. Das ist so wie ein alter Traum von mir. Ich wollte das immer. Das Licht zieht das Plankton an, das Plankton wiederum andere kleine Lebewesen. Und der Seelack sagt, hier ist um etwas zu futtern, fressen und gefressen werden. Das ist so toll. Wir stehen vor Veränderungen, wir stehen vor einer echten Revolution. Und das müsst ihr euch klar machen. Alles wird sich ändern, die Medizin, die Art, wie Bildung betrieben wird, der Verkehr, die Mobilität. Und wir müssen diese Gesellschaft gestalten. Und das ist sozusagen unser Job zusammen. Wir haben eine Riesenchance, durch Fortschritt auch mehr Nachhaltigkeit, mehr Menschlichkeit auch hineinzubringen, wenn wir die Chance greifen. Sie schauen optimistisch in die Zukunft? Ich glaube, wir gehören zu der ersten Generation, das muss man sich klar machen, in der Geschichte der Menschheit, die
durch eigene Innovation die Gegenwart verändern kann. Gut. Und du bist immer dabei geblieben, hat dich nie einer gesagt, du musst dich jetzt mal coachen lassen, weil ich sag mal, es gibt ja heute kaum einen Moderator, der nicht mehr gecoacht ist. Man sieht es ihn aber auch an. Ja, nein, es ist auch so, dass ich mich nicht schminken lasse, dass ich gestern im Studio war und meine Haare sind zu lang und die kamen alle und sagten, oh, jetzt schneiden wir, ich muss dringend zum Friseur. Ja, sieht man ja auch. Hier kann nämlich jeder Bürger mitreden. Also ich habe gesagt, okay, dann sind sie mal zu lang. Also diese geklonten, gelackten, glatten, aussagelosen, neutralen Moderatoren, die alle den Charme von destilliertem Wasser haben. Finde ich furchtbar. Die Frage ist, was soll ich anziehen? Und ich finde einfach, das Fernsehen, das ist nämlich das Ergebnis von Angst. Es ist dasselbe Problem wie in der Politik. Wir haben Politiker, die inzwischen wie Automaten Dinge abspulen, wo ich frage, wo ist die Persönlichkeit? Wo ist das, wo man mal Kante gibt, wo man sich positioniert, wo man vielleicht auch Kritik einstecken muss, aber wo man anders ist? Wenn ich gerade zu Ende... Kein Problem. Wir sollten uns an irdische Regeln zumindest halten. Ich denke, zum einen, der Laie, der ist sehr leicht verwirrt, wenn da von Einstein, von Zeitkontinuum und so weiter die Rede ist. Und das ist ja sehr oft so eine bewährte Technik, damit verschleiert man etwas. Und wir haben so einen Trend im Moment, ganz brav zu sein und überall im Leben uns sozusagen stromlinienförmig anzupassen. Weil wir eine Verantwortung haben, wenn Sie ordentliche Wissenschaft machen, werden Sie nicht wieder. Es gibt eben einfach viele Insider. Also ich glaube, dass es immer ein Bedürfnis für Privatsphäre gibt, weil der Mensch erst dann wirklich ein Individuum ist, wenn er ein Geheimnis hat, wenn er etwas hat, was man nicht herauslesen kann. Also wir denken jetzt mal in möglichen Anwendungen. Es ist einfach eine Spielerei. Ja. Ich liebe es so zu basteln, zu programmieren. Und ich denke so, wir leben in einer Welt, in der immer alles explizit ist. Also immer Text oder Bild. Aber so dieses, was Kommunikation auch braucht, weißt du, dieses kleine Kneifen, dieses irgendwo einem mal ein Auge zuzwinkern. Das? Das ist das. Als guter Wissenschaftsjournalist darf man nie sagen, was rauskommt. Ach so, man darf nie sagen, was rauskommt. Also ich schau dir jetzt drauf, meine Damen, das Holz bricht natürlich überhaupt nicht. Ja? Ja. Ich glaube, das passiert überhaupt nicht. Es könnte irgendwas passieren. Ja, es könnte irgendwas, okay. So. Sensation! Aber lang kannst du leider nicht kaufen, oder? Nein, das ist ein Prototyp. Es geht mir nicht um den Kommerz, es geht mir mehr so um diese Idee. Mir liegt es natürlich daran, auch zu sagen, hey, das kann man selber machen. Aber es geht darum, selber zu gestalten. Und das ist toll. Hey, ich mach was. Und lass nicht alles aus China oder aus Amerika machen. Ist aber noch viel einfacher. Ja, Einfachheit ist etwas, das ist so mit der Unmündigkeit. Das hat Kant schon gesagt. Ja? Also es ist ich wusste so bequem, ja, jetzt kommt er mit Kant. Ich wusste so es bequem, genau. Unmündig zu sein. Und ich glaube, genau das ist das, aber was wir ist nicht ist es immer tun unmündig, sollen. Wenn man sich dafür nicht interessiert? Ich glaube, ja. Es käme mir vor wie Matheprüfung, Abitur, wenn ich so ein Ding machen müsste. Aber es ist heute so, dass, ich sag mal, das ist die Sprache des 21. Jahrhunderts. Lötkolbenspitzen. Verstehe. Oder Platinen mit irgendwelchen Mikroprozessoren. Oh Gott, sowas bastelst du denn auch alles? Ah, das ist schön. Man spricht vom Internet der Dinge. Und ich finde, eine Kultur der Mündigkeit heißt, man muss sich damit zumindest auseinandersetzen, zumindest wissen, hey, wie geht das? Wir haben junge Generationen, die heute, nehmen meine Kinder an der Schule, nicht eine Zeile programmiert haben, überhaupt keine Vorstellung von Informatik haben. Und ich habe keine Lust, dass immer nur Mr. Google und Mr. Apple sagen, hier, kauf das. Die sollen das selber machen. Die Idee ist schön, ist bestechend, echt. Und ich glaube, es ist einfacher, als man denkt. Das ist ein Balanceakt. Also wenn ich jetzt dagegen stoße, manchmal, dann fällt er nicht um. Warum? Ja. Und dann haben wir einen Algorithmus entwickelt, der die Motoren so ansteuert, dass der Roboter sich stabilisiert. Wunderbar, wenn ein Schweizer sagt, einen Algorithmus entwickelt. Das ist so North Indian Style, ne? Kannst du? Ich kann nur so sprechen, die ganzen Abend kann ich nur sprechen. Ich bin Ranganathan Malla. Ah, und Ranga, I'm really a bit in love. I have to say that. She is such a fantastic, ist so wunderbare, neues indisches Kernkraftwerk. Kannst du auch Bollywood tanzen? Tanzen die da auch? Ich kenne gar keinen Bollywood. Wie tanzen die? Oh, ja. Manchmal ist die Waffe Schweigen. Aber dass Kinder heute lernen, dass diese Zukunft, die kommt, eine ist, bei der sie selber aktiv auch etwas gestalten können. Wir haben tiefe Bedürfnisse. Ja. Jetzt kommt ein bisschen mein Traum. Und mein Ziel ist das hier. Das ist nicht diese Ego-Gesellschaft, das ist eine Wir-Gesellschaft. Ich glaube einfach, dass wir alle im Grunde genommen am glücklichsten sind, wenn wir anderen... Wenn wir wissen, dass eine Gesellschaft gut dabei ist. Und das ist nicht irgendwie so Pillepalle-Idealismus. Sondern ich finde einfach genau die Begriffe, die oft von den großen Konzernen genutzt werden, von Google und so, don't be evil oder Facebook, ja, we want to connect the world. Nein, Bullshit, die wollen nicht connect the world. Die wollen im Grunde genommen eure und meine Daten, damit sie Geschäfte machen. Ja? Und wichtig ist an der Stelle zu sagen, hey, wir brauchen Werte, wir brauchen eine Haltung. Und meine Überzeugung ist, dass wir das zusammen schaffen, denn es gibt wirklich
Tolles zu gewinnen. Diese Welt ändert sich. Alle Angst des Loslassens. Leute verlieren den Job, wir machen Dinge anders etc. Ne? Und immer wenn Veränderung da ist, haben wir Angst. Bei aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeit finden. Weil wir eine Verantwortung haben. Die Menschen werden heute, das ist doch klar, wir werden verunsichert durch Techniken, die neu sind, durch Gentechnik und so weiter. Der Normalbürger steht da und sagt, was soll ich tun? Ja. Und wenn er dann anfängt zu sagen, statt dass wir uns bemühen, ihm das plausibel zu machen, dass er sagt, jetzt darf ich nur noch glauben, dann ist eine Katastrophe vor der Tür. Wissenschaft heißt immer wieder etwas wagen. Und dieses Mal ist die gesamte Sendung in gewisser Weise ein Wagnis, ein großes Experiment. Es ist leicht gallertartig. Und deshalb vermute ich, ist das Gehirn von dir? Das ist fester. Um das Hirn drumherum ist eben auch noch Masse. Manchmal, ja. Die intelligenteste Boygroup, die ich kenne, die Wise Guys mit ihrem neuesten Song Besserwisser. Da lobe ich mir die Wissenschaft, denn das ist eine Wissenschaft. Die vielfältiges Wissenschaft, durch das man schweres Wissen rafft. Womit man den Beweis, dass man was weiß, mit weißer Weste und mit ruhigem Gewissenschaft. Professor Anne Ullich, zuerst einmal, gibt es so irgendeinen Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, also ab dann werde ich Wissenschaftlerin? Ja, schon nach der Mondlandung wollte ich immer Astronaut werden. Natürlich nicht direkt ums Eck, aber deswegen machen wir es ja auch. Und dann bin ich halt Biochemiker geworden. Ein interessanter Weg. Auch im Winter muss ein Rentier manchmal so richtig arbeiten. Da sind einige, die sich freuen. Schnucki freut sich auch. Ich habe hier ein kleines Leckerchen, komm. Das ist der Trick, ne? Genau. Aber es ist doch ein tolles Biertier, so ein Nasenbär. Meine erste Hundeschlittenfahrt. Ich bin begeistert. Ranga, brennst du bitte für die Wissenschaft? Ich muss hier schon Abstand nehmen. Es ist richtig heiß. Und mich plagt immer noch die Frage, was soll ich anziehen? Aber Sie sind ja sehr erfolgreich, deshalb frage ich Sie, sind Sie glücklich? Es gibt Glück und ich habe festgestellt über die Jahre, dass es nicht gekoppelt ist an den Erfolg. Glück, das sind die kleinen Momente. Ha! Das sind die Momente, wo man Gehaltsverhandlungen führen muss. Okay. So, und jetzt hänge ich dran. Die richtigen Prioritäten setzen. Ich muss das kapieren. Das geht dir so und das geht Sigmar so. Und bei mir war das ähnlich, dass man so im Laufe der Zeit eine gewisse Scheinbedeutung bekommt. Ja? Man ist wichtig, man wird eingeladen. Ja? Wir sitzen hier, so wie wir an vielen anderen Stellen sitzen. Und sich klarzumachen, wenn du bestimmte Ämter nicht hast, wenn du eine gewisse vielleicht Präsenz nicht hast, blass das aus. Mhm. Und ich glaube, da eine klare Erkenntnis zu haben, zu sagen, das war eine Zeit und jetzt kommt eine andere Zeit, die wird auch gut. Mhm. Machen Sie auch etwas nur für sich? Natürlich mache ich viele Sachen für mich, aber das hier ist auch für mich. Also sozusagen sich in einer Gesellschaft zu engagieren, ist auch ein Stück, wenn man so will, Selbstbefriedigung, das ist auch schön für einen selbst und das ist ein Gewinn. Also ich sage immer, zu mehreren lacht man auch mehr. Also das hat schon einen schönen Aspekt. Wo ist mein Hund? Da hinten. Das ist unser Hund, ja? Bubu oder Shanti, wir nennen sie immer Bubu. Okay, komplett. So, jetzt geht er super rein. Das war perfektes Timing. Vielen Dank. Ich gehe aber zu Fuß runter, ich nehme meinen Hund mit. Es ist manchmal irrelevant für das Weltgeschehen, aber sehr inspirierend für einen selbst. Man kann natürlich entdecken im Kleinen, wobei mein Plädoyer auch ist, es geht nicht um das Entdecken im Sinne von der erste Mensch, der das gemacht hat. Das ist sicherlich in der Regel das, was dann Fachleute machen. Aber wir entdecken alle die Welt, jeder von uns. Es gibt einfach das erste Mal, dass man das oder das versteht, das oder das erkennt, dieses Phänomen einem auffällt. Und ich glaube, diese Art von persönlicher Entdeckung ist das, was ich total reizvoll finde. Junge Menschen, die engagiert Wissenschaft betreiben möchten, an Fantasie mangelt es ihnen nicht. Aber sie haben ein Problem. Sie sind etwas knapp bei Kasse. Wir möchten sie unterstützen. Ich stehe morgens auf mit dem Gefühl zu sagen, es fühlt sich richtig an. Und das ist für mich total entscheidend. Meine Frau sagt das in einem Satz. Die guckt mich immer an und sagt, du bist so toll. Ja. Vielen Dank. Okay. Bye. Fertig. Abruptes Ende. Und die Frage ist jetzt, ist das eher so ein Ende mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht oder eins mit den Händen vorm Gesicht? Oh Mann, ist das peinlich. Ja, ich gebe zu, das ist jetzt mein Stil. Also für einige ist es wahrscheinlich sehr schnell geschnitten. Also nicht vergleichbar mit so einem 1,5 Stunden langen Fachvortrag. Aber das soll es ja auch gar nicht sein. Ich meine, wir werden alle so zugeballert mit Informationen und wer hat schon Zeit, sich so hinzusetzen und 37 Stunden Ranga Yogeshwar zu schauen. Das soll eine Zusammenfassung sein, ne? So ein kurzweiliger Zusammenschnitt. Meiner Meinung nach wird das immer gefragter.
Außerdem ist das hier alles referenziert. Die Textelemente hier unten sind die Referenzen mit Name der Folge, Datum und direktem Link zum Gesamtwerk. Also wer will, kann sich das nochmal im Ganzen ansehen. Filmchen und Videobeschreibung würde ich dann auch nochmal übersenden. Zum Beispiel über den Dienst GigaMov vom Deutschen Forschungsnetz habe ich noch Zugang über meinen alten Uni-Account. Darüber würde ich die Datei dann versenden. Ist dann auch alles virengeprüft, also super sicher. Und das ist alles aus bereits bestehendem Material zusammengestellt, also für einen selber nicht mehr Aufwand. Ich bin also hier, um Zeit zu sparen. Also eine schöne Erinnerung an bereits geleistete Leistungen. Also ich kann auch auf Anfrage explizites Material mit einbinden oder auslassen und eine gewisse Anzahl an Revisionen und Änderungen sind natürlich auch dabei. Ja, Urheberrecht. Ja, für mein Vorhaben habe ich ein bisschen zu Urheberrecht recherchiert. Also die Quellmaterialien sind jetzt keine kommerziellen Blockbuster, sondern über 10 Jahre alte YouTube-Filmchen, die sich immer noch gehalten haben und irgendwelche Talksendungen aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also, sogenannte legale Quellen habe ich irgendwo gehört. Ich schmeiße jetzt einfach mal mit ein paar Paragraphen um mich. Paragraph 49. Rundfunkskommentare waren auch dabei. Paragraph 51. Zitate. Zitatrecht gilt dann, wenn man sich mit dem gezeigten Schnipsel auseinandersetzt. Wäre zum Beispiel möglich durch einen Zusatzkommentar oder eingeblendete Texte. Ja, außerdem geht es hier um Wissensvermittlung. Außerdem ist bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen das Referenzieren und Verlinken von anderen Quellen eigentlich üblich. Wenn du da nichts hast, dann ist es eher ein Problem. Und zur Not berufst du dich einfach auf Fair Use because of Public Education and the Stimulation of Intellectual Production. So heißt's. So ein Quatsch, ne? Oder man macht ganz modern so eine Art Reaction-Video. Zu diesem Zweck würde ich dann das von mir geschnipselte, zusammengeschnipselte Filmchen einmal übersenden. Dann füge ich da immer so ein paar Pausen ein, wo man dann auf Stopp drückt, ne? Dann einmal Kamera aufstellen und auch eine Bildschirmaufnahme am besten dazu, damit ich das synchronisieren kann. Ja, Bildschirmaufnahme zum Beispiel mit OBS Studio, das ist umsonst. Open Broadcast System. Dann einmal abspielen, dauert so lange, wie das Video halt geht. Zur Not zwischendurch mal auf Stopp drücken, ein paar Sätze in die Kamera sagen und dann mir das Ganze wieder senden und ich schneide das dann alles so über und untereinander, dass das dann wieder passt. Das würde ich hinkriegen, ja. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, bietet sich dadurch die einmalige Gelegenheit, mit alten historischen Sachen aus der Distanz heraus einmal abzuschließen und das aufzuklären. Aber auch hier gab es nun etwas ganz Besonderes, nämlich, wenn man so will, die Begegnung der dritten Art. Und irgendeinen Tralala machen. Ruhe! Ich sag nochmal, Ruhe! Auch denkbar wäre zum Beispiel die Verwendung von eigenem Material, was bis jetzt nicht digitalisiert wurde. Ich weiß nicht, vielleicht irgendein Vortrag, der noch auf Mini-DV aufgenommen wurde. Den könnte ich dann auch für On-Demand-Video präparieren. Also zum Beispiel Personen und Logos unkenntlich machen. Am Anfang was wegschneiden, am Ende Applaus wegschneiden, alle Äms und Öms wegschneiden. Und weil die ersten 3 Sekunden eines Videos entscheidend sind, könnte man am Anfang so einen kleinen Zusammenschnitt präsentieren. Inhaltsangabe mit Zeitstempeln zum schneller Durchseppen, ne? Heutzutage hat ja keiner mehr Zeit, sich das alles anzugucken. Sowas könnte ich dann machen. Mit Freude. Sowas könnte ich dann mit Freude machen. Oder auch so ganz banale Sachen wie die Erstellung eines Medienarchivs. Aber leider ist das hier schon fast 17 GB groß. Ich habe das hier zum Beispiel schön nach Datum sortiert und so. Datum, Name ist alles dabei, kann man schön hier mit der Windows-Suche suchen. Wissen findet man erst direkt die Wissenschaftsshow. Natur. Die große Show der Naturwunder. Hier das da oben, das sind Audio-Files von dem Schneideprogramm. Ich benutze dieses Programm hier von einem deutschen Hersteller. Ich habe gehört, die Profis benutzen andere Programme. Also Filmdateiaustausch ist also nur möglich bei gleichem Programm. Darauf will ich hinaus, ja. So, und ein kleiner Disclaimer. Bevor jetzt hier jemand kommt und sagt, Sophia, du bewirbst dich als Filmschneiderin, hast du nicht Lust, meine Geburtstagsfilmchen zu schneiden oder sowas? Dann muss ich hier sicherheitshalber dazu sagen, dass das aus rechtlichen und datenschutztechnischen Gründen leider nicht geht. Also ich muss mich da schon initiativ bewerben, weil sonst wäre das hier so eine Art Werbungsvideo, Werbung für mich selbst. Und das kann man nicht einfach so machen. Da kann ich eine ganze Reihe von Abmahnungen kassieren. Ah ja, genau. Also damit kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, aber vielleicht betrifft es mich mal irgendwann, falls es jemals dazu kommt. Dann weiß ich vielleicht mehr darüber. Aber das Video hier ist quasi multifunktional, weil Kommentare und Verbesserungsvorschläge sind natürlich immer gerne willkommen. Also das geht schon. Also ich bin ein echter Mensch mit allen möglichen unprofessionellen Angewohnheiten. Ja, wieso? Ja. Mikrofon. Kann ich immer noch nicht, ich gebe es zu. Also ich bin ein echter Mensch hier, der dahinter sitzt und kein künstliches neuronales Netz. Und ich würde gerne mitgestalten. Und ich gestalte gern. Eigentlich bin ich all in one. Ich mache alles inklusive. Zur Not auch die Moderation. Also eigentlich nur, weil es sonst keiner macht. Also ich muss das jetzt auf den Computer transferieren und digital bearbeiten und dann die Moderation dazu schnipseln. Hoffentlich wird es nicht zu lang.
setze den Link dazu in die Mail, den Mail ohne Anhang. Hoffentlich kommst du durch. Vielleicht ist aber auch Urlaub, dann ist auch egal. Ganz einfacher Tipp, ich praktiziere den jeden Urlaub. Im Urlaub lösche ich meine Mails. Ich lese sie nicht, weder jetzt noch später, ich lösche sie. Und ich glaube, wenn viele das tun, kriegen wir irgendwann eine Kultur, die sagt, okay, der ist im Urlaub, der ist nicht erreichbar, Punkt. Und ich habe auch keine Lust, nach dem Urlaub zurückzukommen und dann eine Mailbox zu haben, ja, mit 1500 Mails, dann kriegt man Depression aufgrund der Zahl. Also ich glaube, das ist eine Kultur, wir müssen uns alle trauen. Ich bin ein freier Mitarbeiter, ja, also ich verpasse vielleicht sogar damit einen Auftrag. Aber ich glaube, wenn viele es machen, kommt eine andere Kultur, bei der wir diesen Umgang besser können. Also ich glaube, Mails löschen im Urlaub. Wir machen das jetzt einfach mal alle in diesem Land und dann gucken wir. Mal sehen, was dann passiert. Das verstehe ich schon. Urlaub ist wichtig. Und ansonsten probier es einfach weiter. Ne? Das passt schon. Ich meine, es ist nicht so, dass ich nichts zum Schneiden hätte. Ich habe eine ganze Menge Filme zum Schneiden. Mein Filmschneidepotenzial wird mir mein Leben lang nicht ausgehen. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Ja, an alle, die bis hier geschaut haben, vielen Dank fürs Zusehen. Dann wünsche ich noch einen schönen Urlaub. Bis dann, die Sophie. Das war's für heute und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss.